Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gladius. Der erste Folge für heute. Später kommt noch Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Morgen sind es dann wieder drei Folgen wegen dem Let's Rank. Beim letzten Mal bei Gladius haben wir eine neue Liga begonnen, Syrnas Gefallen. Und ja, was soll ich sagen? Der Name verrät schon, wir hatten es mit sehr gefährlichen Sekutoren zu tun. Wir haben zwei Kämpfe gewonnen, aber einen Kampf mussten wir doppelt machen und beide Kämpfe waren nicht mega geil vom Laufen her. Ich hoffe, das geht heute besser, denn wir wollen heute natürlich hier weitermachen in Syrnas Gefallen. Aber natürlich gucke ich jetzt zuerst ins Rekrutieren rein. Beim letzten Mal war hier ein Murmillo. Aha, der ist wieder weg. Hier ist immer noch die Liner mit einem Schwert. Okay, sonst nichts Wichtiges. Dann gehen wir jetzt wieder in die Ligen. Wir haben jetzt hier 4 von 6 Strichen. Wir haben 2 Kämpfe gewonnen. Und genau, jetzt sind wir bei Vita Brevis. 2000 Dinare Gebühr, 3 gegen 3. Wir sollen die Gegner besiegen und die Gunst des Publikums gewinnen. Schauen wir mal, ob wir das heute besser hinkriegen. Weil die letzte Part war nicht so geil. Wir haben 3 Sekutoren wieder und einer ist Stufe 7. Imperianische Gladiatoren, ganz toll. Den Severin, ansonsten noch der Zacchius und der Garsan. Also 3 männliche und einer Stufe 7. Ja, wie beim letzten Part auch Urlaub Ursula. Denn die waren eigentlich ziemlich stark. Die Frage ist, ob ich wieder den Saturn nehme. Der hat sich beim letzten Part auch sehr gut geschlagen. Ja, komm. Probieren wir nochmal das klassische Team. Leider ist halt jetzt einer überlegen, das ist scheiße. Ursula als erstes. Wo ist denn der Überlegene? Hier ist der Überlegene. Da geht's ja gleich hin. Und, Urlan. Ja, ist die Frage. Könnte sich hier auch unten... Nee, er geht auch da gleich hin. Und der Satyr geht hier hoch. So, zack. Und dann probieren wir das mal, das erste Mal. Ich hoffe, dass wir es heute schaffen. Übrigens, hier hört man, wenn ein Gladiator keine Trefferpunkte mehr hat, bricht er in der Arena zusammen und wird rausgetragen und zu einem Heiler gebracht. Aber wenn er halt außerhalb der Arena fällt, dann stirbt er. Außer einige Helden sind besonders robust und erhöhen sich selbst von der Welt, auf der Weltkarte von tödlichen Verletzungen. Also wahrscheinlich die Haupthelden. So, ich hoffe, das kriegen wir jetzt hin. Das sind 2000 Dinare und einer ist halt im Level über uns. Und die Sekutoren beim letzten Part waren echt Killer. Beginnen tut auch gleich der Stufe 7er. Der greift den Satyren an. Kein schöner Start. 33 Schaden. Gefällt mir ja nicht hier. Okay, Satyr. Was kannst du machen? Kannst du sie alle supporten? Nein. Krugschlag würde ich gleich mal sagen, gegen den Stufe 7er. Ich hoffe, er kann ihn K.O. hauen. Schaden macht er schon mal. Er ist nicht K.O., das ist schlecht. Oh, jetzt greifen uns unsere Türen an, das ist ja voll ätzend. Aber hier ist der Satyr gerade ausgewichen und macht Gegenangriff Spott. Und dadurch haben wir ein bisschen Publikumsgunst, das ist nicht schlecht. Und hier wird Ulan angegriffen mit einem Laufangriff, 28 Schaden. Okay, Ulan ist auch gleich dran. Ich würde sagen, er beschäftigt sich mit dem Garsan gleich. Einem Kombi-Angriff in König Uruts Namen. Ein Treffer, ein leider Schild abgewehrt. Ja, und liebe Ursula, ist klar, du trittst den am Boden liegenden. Ist zwar nicht besonders ehrvoll, aber der ist Stufe 7. 76 Schaden, der muss erledigt werden. Das machst auch gleich du. Nochmal ein Krugschlag auf ihn. Wie gesagt, ich weiß, er liegt am Boden, aber... 16 Schaden, da ist er auf gelb und betäubt. Sehr schön. Der muss halt erledigt werden. Und leider hat 84 Schaden gerade unsere Tür bekommen. Das ist natürlich nicht so geil. 38 Schaden Urlan. Unsere Tür ist natürlich fast erledigt. Das ist schlecht. Ja, Urlan, nochmal einen Kombi-Angriff. Diesmal hoffentlich besser als gerade. Ja, 2 Treffer. Auf unterem Gelb. Sehr schön. Ja, Satyr, du, ist halt jetzt die Frage, das Problem ist der Penner hier. Laufangriff geht nicht. Vergänglicher Atem könntest du natürlich machen, kannst du beide treffen, wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde ihn halt angreifen, solange er K.O. ist, gerne.
Oder ich mache Freudentanz. Ja, ich mache Freudentanz. Damit Ursula mehr Initiative hat. Der Satyr fällt wahrscheinlich eh gleich. So, Sakios greift an. Genau, da haut sie um. Aber Ursula hat den Buff nochmal. Und der Stufe 7 ist wieder auf den Füßen. Der greift jetzt Ulan von hinten an. Das ist ganz schlecht. 30 Schaden, Ulan auf Gelb. Wie kannst du es wagen, du Penner? So, ein hoher Tritt von hinten. Pam. 51 Schaden. Der Stufe 7 ist auf Rot. Das hier ist gewinnbar, denke ich. 13 Schaden für Ulan. Ulan, du greifst jetzt den Severin von hinten an. Sehr gut, erledigt. Damit ist der Stufe 7 erledigt. Jetzt sind halt 2 gegen 2, aber der zweite ist auch verwundet. Ja, der hat gerade Ulan umgehauen. Okay, 113 Schaden waren es übrigens gerade. Damit sind es 1 gegen 2. Aber ich glaube, das hier ist gewinnbar. Hoffen wir's. Das war jetzt der erste Schaden für Ursula, 11 Schaden. Aber das sind jetzt 2 Sechser, die sind gleich stark. Ja, schlagen. Mehr geht eh nicht. 26 Schaden. Jetzt hoffe ich einfach, dass Ursula entsprechend durchhält. 9 Schaden. Den werde ich auch als erstes angreifen, der uns jetzt angegriffen hat. Der Sakios muss warten. 4 Schaden kommen wir Angriff. Den hier greife ich als erstes an, weil der ist schon auf Gelb. Ich kann er bisher nur schlagen. 26 Schaden, jetzt ist er im unteren Gelbbereich. Ich glaube, das hier ist gewinnbar. Aber wir brauchen ein bisschen Glück, weil die Sekutoren sind immer noch sehr, sehr stark. Sand werfen. Nimmt uns übrigens auch Bewegung und Initiative, habe ich gesehen. Aber erst beim Ankommen ist die Chance jetzt in Folge. Letzten Schaden nochmal für Ursula. Und hier nochmal Schaden, sie ist noch auf Grün. So, Kombi-Angriff, mach ihn alle. Ja, das nenne ich einen Angriff. Erledigt. Damit ist es 1 gegen 1. Sehr gut. Leider ist Ursula jetzt nochmal getroffen worden. Und da wird sie nochmal geschlagen. Sie ist immer noch auf Grün, das ist gut. So, luftverbundener Angriff geht nicht, deswegen schlagen. 26 Schaden. Komm schon, Ursula, den haust du jetzt auch noch um. 4 Schaden. Ein Kombi-Angriff, damit ist er leider, ist jetzt leider Ursula auf Gelb. Aber wir machen ihm ja mehr Schaden als er uns. Na, kacke. Hat er abgewehrt. Ganz schlecht, Ursula. Abwehren können wir uns gerade nicht leisten. Jetzt haben wir uns 16 Schaden gemacht. Das ist jetzt sehr knapp, Sand werfen. Okay, wir müssen uns nicht mehr drehen, das macht uns keinen Schaden. Kombi-Angriff, Ursula. Mach ihn alle. Einen Angriff konnte er mit dem Schild abwehren. 2 hat er abbekommen, das Schild ist zerstört. Puh, spannend, spannend. 7 Schaden für Ursula. Und nochmal 21 Schaden. Jetzt ist sie auf Rot. Komm schon. Den kriegst du doch hin. Ja, leider hat er Luftschutz. Deswegen, wir können ihn so nicht verletzen. Er ist jetzt auf Gelb. Das ist machbar. Komm schon, Ursula. Ich glaube an dich. Du kannst das. Du kannst das, Ursula. Ich glaube an dich. Ich überlege nur, ob ich jetzt gerade Selbststärken nehme. Ja, wisst ihr was? Ich nehme Selbststärken. Für mehr Schaden und mehr Abwehr. Ja, und da hat sie einen Schlag von ihr abgewehrt. Das war sehr gut. Hätte sie normalerweise wahrscheinlich nicht geschafft. Sie lebt noch. Kombi-Angriff hat halt zweimal getroffen, leider. Einschlagen. Er ist auch auf Rot. Wir können das gewinnen. Ah ja. Aber wir gewinnen es natürlich nicht, weil, ja, uns verfolgt immer noch das Pech. Sehr, sehr schade. Ein Schlag mehr und wir hätten es gewonnen. Aber leider hat Ursula zuerst erledigt. Sehr schade. Enttäuscht mich gerade ein bisschen. Zurück ins Hauptmenü, neu laden. Ja, tut mir leid. Also das ist jetzt der 4. Part in Folge, wo wir mindestens einmal verlieren. Es ist halt echt, die Sekutoren sind echt stark. Wir hätten den besiegen können. Hätte Ursula ein bisschen länger standgehalten, hätten wir ihn besiegen können. Ich glaube, dieses Mal nehme ich tatsächlich wieder Blaze rein, statt dem Satyren. Weil der Legionär war beim letzten Part gar nicht so schlecht. Nein, Optionen wollte ich nicht. Moment. Untertitel aus? Nein. Ach so, das ist ja das Hauptmenü, deswegen Spielladen. Wir haben ja Untertitel im Spiel, ne? Wir gucken jetzt hier kurz in die Optionen rein, nur ganz kurz. Ja, hier sind Untertitel an. Weil der Legionär war halt gar nicht so schlecht beim letzten Mal, er wurde halt davon allen angegriffen. Dann probieren wir das jetzt nochmal.
gewinnt die Gunst der Senatoren. Vita Brevis. Wir hätten es gerade fast gewonnen. Das ist wirklich ätzend. Das wäre ein Schlag gewesen. So, wieder ein Siebener. Diesmal der Sakius. Sechser Sidor, Sechser Severin. Ulan, Ursula und Blaze. Diesmal lasse ich den Satyren mal weg. Und ja, Ursula geht wieder zu dem Siebener. Das ist nicht der, sondern der hier. Hier oben geht der Legionär hin und hier geht Ulan hin. Los geht's. Ich hoffe, jetzt kriege ich es hin, weil das wäre gerade ein Angriff gewesen. Das wäre echt schade. Vielleicht war Selbststärken auch falsch, aber die treffen halt so oft. Eigentlich ist Selbststärken keine schlechte Idee hier. Hätte ich beim letzten Part vielleicht auch machen sollen. Eventuell. So, ich hoffe, jetzt kriegen wir es hin, weil wie gesagt, dass wir den Part schon wieder mit der Niederlage starten, erfreut mich natürlich nicht gerade. Natürlich fangen die Gladiatoren an, der Sakius. Greift gleich mal Ulan an. Laufangriff, 10 Schaden. Dann der Sidor, der geht auf den Legionär, 28 Schaden. Und der Severin, ach, wie sie jetzt wieder feige auf einen gehen. Ging auf Ulan, 19 Schaden. Es ist so ärgerlich. Ulan, Kombiangriff gegen den Sakius, weil das ist der Stärkere. Den wollen wir verletzen. Und das waren zwei Treffer. Er macht den Gegenangriff schmähen. Okay, der ist uns neu, den kennen wir noch nicht. Was macht er denn? Ach, der gibt ihnen, ja natürlich, was auch sonst, der gibt ihnen natürlich Gunst. So, jetzt mache ich hier magischen Strahl, denn da treffen wir alle drei. Bam, bam, bam. 20, 14 und ich glaube 6 Schaden. Aber immerhin alle drei Treffer. Blaze, du machst eine Beinattacke gegen den Sidor. Leider vom Schild abgewehrt. Kein guter Job, Blaze. Sakius gab wieder Ulan an. 26 Schaden. Ja, von vorne ist der Wahrscheinlichkeitsangriff nicht so stark, das wissen wir. Sidor macht bei Blaze 32 Schaden. Und Severin macht 76 Schaden, aber ist Ulan auf unterm Rotbereich. Ja, das mit dem, das ist immer noch so krass, wie viel Schaden die raushauen. Ulan, nochmal den Severin angreifen, den Sakius angreifen. Jetzt kommst du, Kombiangriff. Zwei Treffer. Leider konnte er eins mit dem Schild abwehren. Er ist zumindest auf Gelb, das ist gut. Und er macht wieder Schmähen. Also das ist wahrscheinlich das Gegenstück zum Spott der Satyren. Weil da kriegen sie halt Publikumsgunst. Ja, liebe Ursula, kannst du treten? Nein, kannst du nicht. Dann greifst du ihn normal an, von hinten. Müsste mehr Schaden machen. 39 Schaden. Der ist im unteren Gelbbereich, aber Ulan hält halt nicht mehr so lange aus. Ah, er greift jetzt uns an. Langsame Drehung, also Ursula meine ich damit. Ja, mein lieber Blaze, Beinattacke. Diesmal hat er auch getroffen. 39 Schaden minus Bewegung. Sidor geht zu Ursula. Und macht 24 Schaden. Und Severin bleibt bei Ulan und haut ihn leider um. Es ist so toll hier. Wie gesagt, die Sekutoren, ernsthaft, die sind so stark. 7 Schaden. Jetzt gehen halt alle zu Ursula, das ist das Problem. Ursula hält ja langen Stand, aber wir wissen nicht endlos, haben wir gerade erst festgestellt. Ja, Blaze, komm, Präzisionsangriff. Die Frage ist nur, auf wen? Ich würde sagen, auf den 7er, weil der ist am verwundetsten. Dann ist er gleich mal auf Rot. 21 Schaden. Der muss halt schnell drauf gehen. Aber es ist halt blöd, dass wir jetzt von drei Seiten angegriffen werden. 11 Schaden. Und hier nochmal 9 und 7 Schaden. Ja, Kombiangriff. Dann könnten wir halt umhauen. Ja, komm. Natürlich haben wir nicht Doch, wir haben ihn umgehauen. Obwohl er einen Schlag abgewehrt hat. Das ist gut. Damit sind wir jetzt 2 gegen 2, aber Ursula ist halt stark verwundet. Sie wird ja auch dauernd verprügelt hier. Jetzt ist sie auf Gelb, obwohl sie einen Angriff abwehren konnte. So, mein Lieber. Du machst hier eine Beinattacke. 39 Schadenbewegungsminus. Und Ursula, du greifst als nächstes ihn hier an. Oder? Ne, ihn hier. Er ist geschadeter. Schlagen. 49 Schaden, der ist auf Gelb. Auch dieses Mal sieht das nicht mega schlecht aus.
Da hat Blaze eine Attacke abgewehrt, das ist gut. Jede Attacke, die abgewehrt wird, ist gut. Und Ursula hat eine abgewehrt, wurde aber zweimal getroffen. Sand werfen. Das Problem ist halt das oft Angreifen von denen. Da kam noch ein Schlagen, 7 Schaden. Ursula, du greifst hier weiter an. Ich lass mal das selber stärken. Ich glaube nicht, dass wir dafür Zeit haben. Vorher war das was anderes. 33 Schaden, der ist jetzt im unteren Gelbbereich. Das ist machbar hier. Verbundenheit geht noch nicht, deswegen Beinattacke. Hätte er eh Schutz dagegen. 39 Schaden auf Rot Bewegungsminus. Er macht Ursula 4 Schaden. Das Problem ist gerade eher der Sidor. 26 Schaden. Ja, Überraschungsangriff brachte Ursula auf Rot. So, Ursula, hier brauchst du keinen Kombiangriff. Das heißt, du greifst im Kombiangriff jetzt den Sidor an. Der ist damit auch auf Gelb. Diesmal sieht das wesentlich besser aus, oder nicht wesentlich, aber es sieht besser aus als gerade eben. Ursula steht noch, aber sie wird halt nicht mehr lange stehen. Sand werfen. Effekt gescheitert. Ja, mein Lieber, du brauchst nur noch normale Schlagen. Damit steht nur noch ein Sekutor und wir sind zu zweit. Ich glaube, diesmal schaffen wir es. Und du machst hier Luftverbunden als Angriff. Damit erledigst du ihn. Bam! 72 Schaden und wir haben gewonnen. Sehr gut. Ich meine, Ulan ist umgefallen wieder mal und Ursula war fast erledigt, aber wir haben gewonnen. Puh, damit haben wir theoretisch die Liga durch. Praktisch müssen wir halt schauen, ob wir weitermachen können. 5032 Dinare für den bemerkenswerten Mut und die außerordentliche Tapferkeit. Außerdem 1320 Dinare und 2 Pokale. Ach, gibt es auch hier keine Ausrüstung? Müssen wir gerne mal schauen. 12.343 Erfahrung Ulan, 13.053 Erfahrung Ursula, 11.701 Erfahrung Blaze und alle anderen 158. Gibt es auch hier keine Belohnung? Finde ich ja ein bisschen... Nee, auch hier gibt es nur Geld. Finde ich ja ein bisschen doof. Okay, dann wollen wir natürlich selbstverständlich speichern. Und dann, ich weiß nicht, ob wir die Liga weitermachen können. Weil beim nächsten steht halt, dass man unsere Sekutoren jetzt trainieren will. Ich glaube, da braucht man mehr als eine. Das ist das Problem, aber wir gucken mal. Wir haben halt keinen Platz. Das ist der Punkt. Hier brauchten wir auch weitere mit Verbundenheiten. Schauen wir mal. Docento Dies Cimus. Jetzt gilt es, die Sekutoren in eurem Team zu trainieren. 4 gegen 3 für 2500 Dinare. Können wir das machen? Wir können es nicht machen. Deine Schule erfüllt nicht alle Voraussetzungen. Genau, benötigt Sekutoren. Stufe 2 und höher. Wir haben aber nur eine. Wir bräuchten hier theoretisch 4 Sekutoren. Das ist blöd. Dann werden wir, denke ich, jetzt mit der Frauenliga anfangen, also mit dem Geist der Valkyrie, denn wir haben noch Zeit. Mögen die Spiele beginnen, stand oben, Augen der Valkyrie. Schickt 3 eurer besten Kriegerinnen gegen 3 Gladiatorinnen dieser Arena in die Schlacht. 1 bis 3 gegen 3 für 1000 Dinare. Wir haben ja 3 Frauen, das geht. Umstand gerade viel Glück. Mal sehen, gegen was wir hier kämpfen. Eine Baditin, die Shelly. Eine Samnitin, die Cerix, also leicht schwer. Und einen weiteren Samniten, die Dynasa. Das ist allerdings ein neues Bild. Das heißt, wir gucken dann gleich in die Feindesgalerie, wenn wir gewonnen haben. Also 2 schwer, eine leicht. Das Problem ist, wir haben hier nicht wirklich Auswahl. Ich meine, es ist gut, dass 2 schwer sind, weil da macht unsere Wüste richtig Spaß. Ansonsten haben wir halt hier Ursula und Jean. Und müssen da mal gucken. Okay, also Mystila verteidigt als erstes. Hier ist eine Samnitin, hier ist eine Samnitin. Das heißt, sie geht hier hin. Ursula geht hier zu leicht in die Richtung. Und Jean würde ich sagen, hier. Wir starten oben, das heißt, wir haben wieder den Höhenvorteil. Das ist gut. Schauen wir mal, ob wir das hier auch jetzt hinkriegen. Also jetzt haben wir die eine Liga theoretisch beendet. Praktisch brauchen wir halt mehr Sekutoren, aber wir haben halt keinen Platz in der Schule. Das ist das Problem. Deswegen können wir das jetzt hier nicht machen. Aber ich werde, glaube ich, dann gleich nochmal schauen, wie viele Kriegerinnen man da, also wie viele Sekutoren man da maximal braucht. Ich glaube 4. So, beginnen tut Mystila. Es ist wieder Nacht geworden und sie geht natürlich gleich hierhin.
Ja, wir tun unsere Höhenvorteil natürlich ausnutzen. Shelly geht nach oben, Ursula bleibt hier. Oder stärkt sie sich selber? Sie macht selbst Stärken. Wenn wir es schon mal gerade nutzen können. Und Jean kommt drauf an. Kann sie vielleicht was treffen? Weiter Wurf. Sie kann noch nichts treffen. Dann geht sie hier hin. Ein Schritt nach vorne. So, jetzt bewegen sich die Samniten. Die eine ist, wie gesagt, definitiv neu. Mystila könnte jetzt runter rushen. Macht sie aber nicht, mit ihr passig. Aber da kommt erst der Angriff der Banditin und leider greift sie Jean an. 16 Schaden durch Laufangriff, gefällt mir ja gar nicht. So, Mystila, jetzt ist die oben, jetzt ist es an der Zeit, einen Laufangriff zu machen. Wir lassen euch nicht vorbei, 47 Schaden, sehr gut. Hier geht natürlich das von hinten angreifen nicht. Weiter Wurf, geht das vielleicht? Ah, ich sehe nichts. Muss die Kamera drehen. Geht hier nicht. Geht hier auch nicht. Ja, dann greifst du Shelly an. Ich gehe jetzt nicht in die Bärenform, denn Ursula ist hier. 15 Schaden durchschlagen. Und Ursula, du darfst die freche Banditin auch angreifen, die es gewagt hat, an dir vorbeizurushen. Hoher Tritt, damit killst du sie fast. 96 Schaden auf Rot. Ich denke, dass wir das hier gewinnen. Ja, zumindest sehr schön. So, kräftiges Pferdwalzen. Kacke. 11 Schaden bei Mystila und damit haben wir leider den Höhenvorteil verloren. Die andere geht in die andere Richtung. Ja, Speertacke. Zerix, dafür wirst du bezahlen. 44 Schaden, die ist dann gleich mal auf Gelb. Die Banditin greift Ursula an und macht 6 Schaden. Das stört mich kaum. So, jetzt könnten wir werfen. Wir könnten die Zerix eventuell erledigen. Wir könnten auch auf die... Nee, auf die andere Samniten können wir nicht werfen. Da werfe ich jetzt auf die Zerix. Bam, weiter Wurf. Und 113 Schaden. Sehr schön. Sehr guter Dodge-Gene. Immer noch der Schrecken der Gegner. Damit haben wir nur noch Bandit und Samnite gegen uns. Mystila geht jetzt nach vorne. Natürlich. Soll ja unterstützen gegen die andere Samniten. Denn die greift jetzt Ursula an. Trifft allerdings nicht, wird vom Schild abgeblockt. Ja, Ursula, du haust jetzt als erstes Shelly um. Damit die erledigt ist. 39 Schaden, jetzt haben wir nur noch eine Gegnerin. Wir sollten hier kein großes Problem haben. Aber wir wissen, die Samniten können sehr gefährlich sein. Laufangriff geht leider nicht. Deswegen hierhin. Und Jean, kannst du werfen? Kannst nicht werfen. Geht mit einem Langwurf vielleicht? Nee. Dann gehst du mal einen Schritt hinter. Aber vielleicht hat sie ja keinen Platz. Ja, Überraschungsangriff. Ach, geht der? Und letztes Mal ging der nicht. Nee, ich mache jetzt meinen Laufangriff von hinten. Weil er... Ja, er geht auch nicht von hinten. Nee, okay, dann mache ich doch den Überraschungsangriff. Und das machte 57 Schaden. So, Ursula ist dran. Ein Kombiangriff. Und damit ist auch diese Samniten auf Gelb. Wir sind ganz oben bei der Publikumsgunst. Sehr gut. Jean, kannst du sie jetzt treffen? Aus irgendeinem Grund nicht. Wir können explodierenden Wurfspeer machen. Da würden wir doch Ursula verletzen. Das mache ich aber mal. Damit sie was Sinnvolles tut. 20 Schaden bei der Samniten. Ach, bei Ursula. War okay. Schlagen gegen unsere Sekutor, aber die hat abgewehrt. Ursula ebenfalls schlagen. 19 Schaden, jetzt ist die Samniten auf Rot. Und ja, Mystila, eine Speerattacke. Sie ist noch nicht erledigt, aber fast. 36 Schaden, die macht noch einen Schlag. Aber jetzt wird hier wahrscheinlich nichts mehr gehen, ne Jean? Nee, dann passt du. Wir brauchen dich nicht mehr. So, Mystila, ein normales Schlagen reicht. Und damit haben wir in der Geisterwalküre den ersten Kampf gewonnen. Sehr gut. Damit haben wir auch heute 2 gewonnene Kämpfe. Und wir haben noch 6 Minuten. Wir können uns dann noch an einen dritten Kampf setzen. Das ist cool. Auch wenn wir einmal verloren haben. Aber trotzdem ist das cool. 3170 Dinare gewonnen. Und Ursula hat ein Level-Up. 13.373 Erfahrungen.
Jean 11.902 Erfahrung und Miss Zila 11.647, alle anderen 96. Cool, damit hat Ursula wieder 19 Punkte und ist jetzt Stufe 7. Hat sich gelohnt. Bei den Göttern, geschafft. Jetzt sind nichts mehr Fäuste der Valkyre. 1 bis 3 gegen 3 für 1000 Dinare. 3 eurer besten Kriegerinnen gegen 3 bösartige Furien. Ein ungleicher Kampf. Schöne Beschreibung. Muss ich sagen. 5 Minuten haben wir noch. Ja, das probiere ich noch. Ich will kurz davor nur speichern. Ursula leveln machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich vorschlagen. Am Anfang des nächsten Parts dann. Damit haben wir gespeichert und dann wollen wir mal gucken, wie wir gegen die bösartigen Furien klarkommen. Die Feindesgalerie, die gucke ich dann auch gleich nochmal an. Aber erst nach dem Kampf mögen die Spiele beginnen. Diese Frauen sind gefährlich, nehmt euch in Acht, sagt oben die Erato. Mögen eure Frauen siegen. Ja, das werden sie. Gerade eben haben die guten Job gemacht. Ah, 3 Amazonen. 2 aber Stufe 5. Die Christake und die Epi und Stufe 6 Georgia. Amazonen also wieder. Ja gut, aber 2 sind unter unserem Level. Ich denke, also eigentlich alle 3 würden wir von Ursula zählen. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Ah, sie sind diesmal oben. Ja, das ist natürlich blöd. Ursula, du gehst zur 6er. Das ist die hier. Und die anderen gehen daneben. Das sind hier oben. Das heißt, sie haben den Höhenvorteil. Aber trotzdem... Ich denke, mit einer jetzt gelevelten Ursula können wir das auch hinkriegen. Bin ich ziemlich überzeugt davon. Ich hoffe halt nur, dass wir es zeitlich schaffen. Aber das werden wir dann gleich sehen. Wie gesagt, beim nächsten Mal dann Level Up für Ursula verteilen und Feindgalerie schauen. Und wegen der Sekutoren schauen. Aber vielleicht mache ich auch das mit den Sekutoren im Off. Mal gucken. So, beginnen tut Myscilla. Und die geht gleich mal hier hin. Ursula geht auch hier hin. Und Jean ist die Frage. Kann sie was treffen? Weiter Wurf? Nein. Dann geht sie hier hin. Die können natürlich jetzt voll ihren Fernkampfvorteil ausnutzen. Da gleich mal 17 Schaden an Ursula. Das ist ein bisschen unser Problem. Und 15 Schaden an Jean. Und Epi greift Myscilla an und macht 23 Schaden. So, Myscilla, kannst du die Epi treffen? Laufangriff? Ja, kannst du. Dann auf los geht's los. Leider kann denn Ursula nicht wirklich helfen. Aber Ursula behalte ich in Reserve einfach. Ursula behalte ich einfach in Reserve, geht nur einen Schritt vor. Und Jean kann sie hier werfen. Ja, kann sie. Cool. Dann wirft sie auf die Christake. Das waren 68 Schaden. Die ist gleich mal auf gelb. Sehr gut, Jean. So, Georgia greift an. Macht 24 Schaden an Myscilla. Chris Take greift einen Giftpfeil an. 15 Schaden an Jean und vergiftet. Vergiftung mag ich ja nicht. Okay, Epi, Schwerattacke. Leider daneben. Das war jetzt nicht so gut. Willst du fangen spielen? Ja, spielen wir fangen. 15 Schaden an Myscilla. Ja, leider ist Ursula hier gerade zum Nichtstun, verdammt. Passen. Weil ich will jetzt hier auch nicht bei Jean vorbeiquetschen. Jean, einen weiten Wurf nochmal. 46 Schaden bei ihrer Amazone, die ist jetzt auf Rot bei der Christek. Myscilla. Ach ne, Ursula ist dran. Passen. Jetzt Myscilla, Speerattacke. Ein Treffer, 25 Schaden, nicht schlecht. Christek macht 15 Schaden und bringt Jean auf gelb. Das ist nicht so geil. Ursula passt. Epi macht 15 Schaden bei Myscilla und Georgia. Greift Myscilla auch an und bringt sie wahrscheinlich auf gelb. Ja, 24 Schaden. Läuft ja gerade nicht so toll, muss ich sagen. Myscilla eine Speerattacke wieder. 25 Schaden. Ich meine, zwei Amazonen sind auf gelb, eine ist auf rot, aber... Bei uns sind zwei auch auf gelb. So, Jean, langer Wurf. Und damit ist Chris Take erledigt. Sehr gut. Damit sind es 3 gegen 2, aber es könnte ihr besser laufen, muss ich sagen. Ursula, du passt.
Weil Miss Zila muss aber wahrscheinlich eh bald quasi ersetzen. 15 Schaden bei ihr. Sperrattacke macht einfach am meisten Schaden. 25 Schaden, damit ist die zweite Amazone auf Rot. Ursula passt wieder. Georgia. 24 Schaden. Miss Zila ist noch auf Gelb, aber jetzt ist sie unter Gelbbereich. So, Jean, du gehst nach oben. Du könntest vielleicht helfen. Wie gesagt, Ursula behalte ich jetzt in Reserve. Miss Zila, eine weitere Sperrattacke. 25 Schaden. Die zweite Amazone ist fast erledigt. Ah, geht's vielleicht so? Magischer Strahl. Das geht, cool. Dann, Ursula, machst du magischen Strahl. Damit triffst du sie nämlich auch. Bam! 20 Schaden. Das hat sich gelohnt. Da ist die zweite Amazone erledigt. Jetzt gibt's nur noch die Stufe 6er. Das nennst du einen Angriff? Und sie hat leider einmal die Sekundor getroffen. Was anderes wurde abgewehrt. Mit dem Schild. Gut, Miss Zila. Laufangriff. Ach, geht nicht. Ach, ja, stimmt. Die Leiche ist hier am Weg. Wir müssen leider passen. Die Leiche ist im Weg. Ursula muss auch passen, weil Miss Zila sie blockiert. Geht jetzt der Laufangriff? Ja, jetzt geht's. Sehr schön. Georgia angreifen. 19 Schaden. Jetzt kann Ursula dann auch gleich mitmachen. Giftpfeil. 15 Schaden an Miss Zila. Ja, die könnte umgehauen werden. So, Ursula, hoch mit dir. Und Jean darf werfen. Einen weiten Wurf kann sie da treffen. Ja, sie kann treffen. Dann... Pem! 38 Schaden. War ein guter Wurf. Miss Zila, eine Sperrattacke. 33 Schaden. Damit ist die letzte Amazone auf Gelb. Und jetzt Ursula... Ah, leider hat der Gifteffekt gerade Miss Zila umgehauen. Aber sonst werden wir keinen verlieren. Ursula, Angriff. 16 Schaden. Ursula ist jetzt Stufe 7. Schlagen. Kriegt 10 Schaden. Schade, dass Miss Zila umgefallen ist. So, Jean, du gehst dahin. Weißt du, sonst würde die Ursula ja im Weg stehen. 6 Schaden durch den Kombi-Angriff. Nur ein Angriff. Ein bisschen wenig. So, Kombi-Angriff. Georgia, hier ist ein Kombi-Angriff. Ja, du hältst nicht mehr lange durch. Stimmt schon. Unterer Rotbereich. Langer Wurf, trifft das? Das trifft nicht. Na dann, Jean, auf nach vorne, wenn wir sie noch brauchen sollten. Sie wird angegriffen von Georgia. 15 Schaden wird auf Rot gebracht, aber das macht nichts. Das macht nichts, denn Georgia wird jetzt fallen. Und damit haben wir den zweiten Kampf im Geist der Walküre gewonnen. Sehr gut. Ein weiterer Sieg für unsere Damen. Und das waren 3 gewonnene Kämpfe. In dieser Folge. Wir müssen halt jetzt gleich aufhören. Wie gesagt, Feindsgalerie und Leveln schauen wir beim nächsten Mal. 3.180 Dinare gewonnen. Ursula 13.739 Erfahrung. Jean 12.268 und Miss Zila 12.013. Alle anderen 110. Ja, abgesehen von Ursula gab es noch kein Level-Up. Ist ganz interessant. Das Publikum feiert euren Sieg. Das nächste ist dann List der Walküre. Das könnte eine würdige Herausforderung sein. 1 bis 3 gegen 3, 1000 Dinare, 3 gegen 3, seid ihr dabei? Nur Kriegerinnen. Werden wir sehen, ob das würdig ist, weil bisher die Damen gingen bisher tatsächlich. Gut, dann werden wir jetzt aufhören. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Wie gesagt, wir werden das nächste Mal dann als erstes Ursula leveln und vielleicht auch bei neuen Fähigkeiten schauen. Tag 45 jetzt übrigens. Und halt bei der Feindesgalerie gucken, wegen der Samniten. Die waren nämlich definitiv neu vom Bild. Und ansonsten werde ich schauen wegen den Sekutoren, wie viele wir brauchen. Aber ich glaube, wir brauchen maximal 4. Also auch bei den späteren Kämpfen. Deswegen. Also, des Söhners gefallen, das muss jetzt erstmal warten. Und genau, wir sehen uns dann später nochmal zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment wieder. Und ansonsten morgen, wenn es hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.